Am 1. Mai ist Arbeitskampftag. Es ist der Tag der Solidarität. Der Tag, an dem wir uns gegenseitig dazu ermutigen, 365 Tage im Jahr für eine gerechte Zukunft zu kämpfen. Dieses Jahr wollen wir besonders unsere Solidarität mit der Ukraine und den Menschen zeigen, die aufgrund des russischen Angriffskriegs nicht mehr in Frieden und in ihrer Heimat leben können. Internationale Solidarität, das sehen wir heute klarer denn je, ist der Grundpfeiler, auf dem wir alle stehen. Wir demonstrieren für Solidarität, Frieden, eine gerechte Gesellschaft und das Ende der wachsenden ökonomischen Ungleichheit. Nur gemeinsam und im Schulterschluss können wir Lösungen für die riesigen Herausforderungen unserer Zeit finden. Auf geht's also, wenn Gewerkschaften, Zivilgesellschaft und Wissenschaft gemeinsam für die vielen kämpfen. Dann ist 1. Mai, dann geht's auf die Straße. Für Frieden, für bessere Arbeitsbedingungen und ein Ende der Ungleichheit.